Und dann Beispiel in Fantasien, was ein sehr, sehr krasses Beispiel war, gerade der Angriff auf das Leben von Thomas. Dieses Beispiel zeigt uns natürlich in unserer Erfahrung nochmal ganz intensiv, dass es nur diese eine Lösung gibt, Thomas wäre gestorben. Ich hätte auch keinen Ausweg, ich hätte wahrscheinlich ein Krankenhaus gewesen. Aber ich wusste in dem Moment, ich kann nicht nur ganz unterstützen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr machen. Ich muss gehen. Ich muss erstmal gehen, am besten 1-2 Kilometer weg. Und dann kann ich meine ganzen Sätze am besten irgendwie zu helfen. Anders geht das nicht, da hat man nicht mehr zugehört. Welche Inhalt und Umstände da draußen von uns warten, die für uns hochreitig sind. Und da draußen ist es tausend Personen und Zielleitungen, ja. Und wollen wir uns sozusagen die kulturelle und soziale Kernhoffnung von da draußen und wollen wir Menschen und Arbeit gemeinsam aufschließen. Und wir sitzen da in dem Arroganzleben. Aber die Menschen verstehen nicht, was da Und er sagt, wir sollen aufhören, Fleisch zu essen, Tiere zu töten. Nee, was? Er guckt nach. ALF. Die amerikanische Liga der Frauenbewegung. Animal Liberation Front, weil die auch damals schon ist. Ja, das fällt der Rest auch ein. Das heißt, Wichser hat im Kriegsverhältnis. Anwendung! Ich wende lieber meine Stimme an. Dann bin ich auch nicht Mensch. Geht es dann nicht in diesem Sinne?
Situation sagt euch, die Schlange wurde erstmal eintreten. Somit könnt ihr jede Situation von Tokios Kommentarfunktion. Auch mal sehr sinnvoll. Das muss ich wie beim Königreich Deutschland machen, ja? Ja, ganz gut. Hast du schon mal gemacht? Pass auf, ich halte Sauberkeit in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was der alles möchte. Freier Austausch. Ja, werde ich tun. Jetzt habe ich Urlaub. Von dem Warum ist die Frage des Todes? Warum nicht ist die Frage des Lebens? Sven Wiesner. Egeln. Bei Magdeburg. Zur Zeit wohnt auf dem Dresden. An der Elbe. Was ist denn los, Sven hier? Ich vermisse dich. Ich verstehe dich jetzt. Ich hab dich immer lieber vor 11 genannt. Der Wien-Einsiedler in der Hütte wohnt und nichts braucht.
Oh, was bist du für ein Heuchler, Thomas? Du bist der größte Heuchler, den ich seit langem mit dem Namen Thomas wieder mal höre, ja? Das ist ja auch von ihm gelesen. Ich bin mit dem befreundet. Das ist ja wie mein Opa, weißt du? Goldgräber, Alter. Der hat es nicht drauf. Der hat jahrzehntelange Erfahrung. Er hat erlebt, was das besorgt. Du bist ein Schwätzer, Thomas. Du bist komplett schwarz. Ein Schwätzer bist du. Ja, warum nicht? Warum soll das nicht funktionieren, ne? Warum nicht? Du bist der größte Schwester von allen, Alter! Rast endlich! Ich bin wieder bei Schafferwissen 3.0 angelangt! Juhu! Ich krieg richtig Bock, mein Video von Weihnachten nochmal anzugucken! Wirklich! Ohne Scheiß! Ich würde viel lieber singen. Aber ich kriege mir meine Stimme entweder so oder so. Ja? Ich bin in die Wanne und überhaupt Spaß haben. Ich hab Urlaub. Hier ist total dreckig. Ich muss hier mal wieder eine Putzfrau aktivieren. Ja, mich? Ich kann auch Putzfrau, weißt du? Kannst du nicht putzen? Nee, kannst du nicht. Genau wie dein Imperator hier, der gerade Urlaub ist. Habe ich nie wieder gehabt. 28 Schulden. Wo ist das? Ein Schwätzer, du bist ein Schwätzer, alles blöder Wichser, du bist Scheiße, alles Scheiße, du bist überhaupt nicht, du kannst nur quaddern, Alter, du bist ein Typ, quaddern kannst du nur, fang an zu reimen. Wenn lässt es reimen, wird sich keimen. Nee, umgedreht, ist scheißegal. Nein, Alter, es ist nicht mehr schön, Nee, meine Mutter hat mir das Leben geschenkt. Und alles, was ich tun kann, ist, sie dafür immer zu achten. Und ihr immer zu danken. Für alles. Das möchte ich auch von dir hören, mein lieber Thomas. Meine Mami. Die größte Frau auf der ganzen Welt. Nicht hierher gefördert. Nicht. Ja, dank meiner Mami. Hast du mir gezeigt? Das war mein Learning. In meiner Sprache. Krieg, Grab, Petro. Andere Menschen. Warum brüllst du denn Reden nicht? Geburtsreden sind geil. So ist das. I love you all. Du letzter Penner, du.
schlafen, jetzt lebst du. Ich hatte auf jeden Fall eine Vision. Ich habe ihn vorhin gehört, den Sport, der so gesprochen hat. Und immer kurz aus deiner Hypnose wieder aufschrecken wollen. Ich kenne, ja, es ist auch alles kostenlos. Mutter Natur schenkt uns alles. Alles. Nur ihr schätzt ja nichts wert, gar nichts. Ihr schmeißt alles in Müll und lasst andere sich drum kümmern. Das macht ihr, mir nicht. Ja. Es ist die Wahrheit. Beobachtet euch, ich höre hin. Ja. Nee, macht er nicht. Macht er nicht. Das Ehrlichste von euch zeigt er nämlich nicht. Werkzeuge. Wir haben noch Werkzeuge braucht. Nicht zwischen auf drei. Was lernst du? Frei von Aroma zusetzen. Und, ganz wichtig, weil ich auf der Straße von Müll war, Streifen habe ich geschnitten, weil ich mir nämlich einbilde, da oben im Kopf in meiner Fantasie, dass das eine Wirkung hat. Maggi, eine Flasche Maggi bitte. Mein Vater mag immer noch Maggi als Essen, das sofort gekostet hat, muss erst Maggi ran. So sehr liebte der meine Mutter. So viel Mühe hat sich meine Mami auf Essen kochen gegeben. So toll war meine Familie. Zahnrein! Wir sind im Feuerhafen, ja. Zwei Wochen. Weil alle Zahlen für jegliche Krankheit. Wurden in einer akribischen, wissenschaftlich-geistig-Wissenschaft von Herrn, die von Ihnen hervorgebracht haben wollen, und seine Schülung und Mitschreibung entwickelt. Über viele, viele, viele Jahrzehnte verwogen, den Chef Menschen und alle Menschen. Bescheid. Wer denkt, gibt nicht. Wer liebt, denkt nicht. Oscar Wilde. Und da ich versuche, die Menschen, wenn sie bereits mehr sind, wenn sie überhaupt noch keine Spur in ihrer eigenen Seele stehen, keine kleine Spur. Das ist ein Hilferuf, den du ja aussendest, mein Süßer. Ja.
und Ausdruck mit ihrem Schmutz und ihrem Lügen nach Hause verteilen. Wichtig. Ja, welches hast du eigentlich noch aufgehört? Stop lying. Baden, Ed Lyon. Ed Lyon. Es gibt das aus unzähligen Planeten, die von den Anunnaki erfolgt. Ist der Anunnaki. Hallo dazu mal, als wir noch nackig rumrannten. Anunnaki, ja? Ja. Anunnaki. Dass die verbleibenden Menschen auf der Erde FKK. Freie Körperkunst. Menschen, die durch Finnland fahren. Und zwar durch einen kühlen, emotionalen, unsere Lebenszahlen waren wir vor. Und dieser Computer. Ein Computer? Komm, Bruder, komm, Bruder, komm, komm, Bruder. Smarty, ich habe ein kleines, schwarzes Smarty. König hat ein weißes, großes, flaches Smarty. Das wäre ich diese hier. Nachklappern kannst du nur nachklappern kannst. Na, dann hör doch auf, zu beschweren. Ich werde niemals aufhören. Nicht zu beschweren. Aber genau wie jeder andere Mensch verantwortlich ist.
Sag mal, wir wollen gehen. Wir müssen gehen. Wir haben alle dazu übernommen, was wir tun. Wenn wir sind nicht besonders. Nicht. Wir sind Vorfahren. Ich bin was Besonderes. Was gar nicht besonders. Ich bin nicht speziell. Nee, ich bin keine Spezies, ich bin etwas ganz Spezielles. Wir brauchen eine Angstverbote haben. Und ich, auch in diesem Konflikt, im Land warten. Ich brauche nicht. Wenn ihr seht, an meinem Beispiel, kann ich mich davon befreien. Es ist ein Extrembeispiel. Ich bin niemand. Und es wird auch bei den wenigen Wenn ihr keine Key. Mach deine Kippe an, Alter, und lass mich nicht reden. Aber auch wichtig zu verstehen ist, liebe Freunde, und eigentlich auch liebe Freunde und Mitmenschen, die jetzt schleifen, dass wir uns einmal immer mal wieder kommen, die wir jetzt, wo gefragt wird, mach ich das richtig, mach ich das falsch. Da passiert nichts, da habe ich sehr, sehr gute Ergebnisse. Freunde, es ist ein Entwicklungsweg. Versteht das? Es ist ein Entwicklungsweg. Ein Erinnerungsprozess. Letztendlich ist die Verwegung und Geschwindigkeit ausschließlich von eurem Bewusstsein abhängig. Aber noch einmal. So ist auch deine Einleitung. So ist auch alt geworden. Es gibt keine Wiederwahl, oder? Bei der Anwendung für bestimmte Symptome, Krankheiten, wir können uns unsere eigene Werkzeuge heraussuchen. Wir reagieren am besten und die sind noch unsere Freude machen. Das bedeutet, also ich löse, ich hört echt Kurven müssen nicht, man hört echt den Scheiß, löse nicht an. Aber, ja, aber, der Sachen gekauft, ja, und ja, nicht empfehlen. Kann ich nichts mehr kaufen, so viel Geld mehr. Mach nicht, ununterbrochen, das interessiert nur niemanden. Weil ich habe euch das anschaut und sagt, okay, wie reagieren oder wie
Kontrolle dieser geistigen Technik unbekommt Menschen zurecht, was passiert da, was passiert da. Das wird alles angeschaut und daraus. Ach nein, das war nicht schön. Dass in Gottes Weihnacht auch nachvollzogen werden kann, dass wir in der Lage sind, mit diesen geistigen Technik umzugehen, dass wir unsere Erfolge haben. Denn wenn Menschen, wie zum Beispiel die Kinder hier, als unbrauchbar bezeichnen, weil ja bei ihnen kein Erfolg gibt, oder die Anwendung der Tagesordnung als unbrauchbar präsentieren, dann kann ich euch nur sagen, dafür gibt es nur einen Grund. Ja, Grund bedeutet keine Liebe. Das ist alles. Denn jeder Mensch, der die Machtbewertung schreibt, hat die Machtbewertung in allen Voraussetzungen zu 100% Erfolg damit haben. Und jeder Mensch, der behauptet, ein Index-Giebler ist, ja, beweist damit, dass er keine Spur von Liebe hinterstellt und keine Ahnung von Erfassung und Harmonisierung hat. Und die ist deswegen, die haben die das Wissen Karl Neues auf dem russischen Kriegsdeutsch übersetzt hat. Und zwar fehlerfrei. Fehlerfrei. Und Neues, ich euch mal sagen, tausend gibt es Meditationskonzerte. Und nochmal, Meditation beschreibt die Meditation tatsächlich als jeweils, dass ja durch die Harvard-Universität bestätigt wird, dass Meditation, das gehört aber auch. Hey, die Grundrechte sollen jetzt noch werden, dass noch nicht mal verstanden wird, dass Harvard, eine Frau im Bauhaus, die Renate Hochschule, mal neu erscheint. Wie wenn ich immer noch nicht verstehe, wenn ich also schwirrt euch diese Scheiße, verdammt nochmal die Tirade auf, dann habt ihr nämlich die Renate. Ja? Was soll das denn? Machen wir aus Kriegen grüßen. Das ist ja. Ja, es gibt eine Darstellung des Menschen, der ganzen Welt, in der Wahrnehmung zwei Dinge, und jetzt die Grunde fragen, wie sieht das aus? Weiß jemand? Ich unterdrück ein. Ja. Was? Ihr müsst eure Freunde harmonisch, liebevoll
Du klingst in deinem Hörbuch. Weil ich möchte, dass du deine Schöpfungskraft erwerbst, dass du einen Teil der Rettung in der Wunschung zu finden wirst. Verstehst du? So natürlich, nur natürlich, wenn nicht andere, und alle anderen, könnt ihr euch in die Arme führen. Wenn euch jemand etwas schenkt, ich nehme ja auch nicht mehr. Was war so, Natron. Na, das hat man auch schon gesagt. Das scheint nicht zu sein. Aber dies ist nicht anders. Nicht so. Ich habe auch die Reinigung angeschrieben. Die Reinigung? Aus einer Liebe. Reiner Optimismus war das, mehr nicht. Reiner Optimismus. Aus einer Liebe, aber er hat einen Verstand. Oh, daneben. Er hat sich was gedacht. Das ist der Unterschied. Es gibt Menschen da draußen, die fühlen sich verletzt. Die Menschen von mir, ich werde mir niemals verbunden. Och nee, das macht nämlich Spaß. Wenn man sich denkt, schreibt, fahrt, das ist so ein Problem. Weil ich damit auch verfettet bleiben werde. Welchen Boden noch 4 Quadratmeter? Ich schreibe, weil er nicht daran fragt, einen Wurzel hat, den er schämen will. Das sollten wir uns nicht verstehen. Ich mag dich. Ich weiß. Der sagt, wir sollen aufhören, Tiere zu essen. Ich mag den sehr sympathischen Schnittmengen. Ich mag Schnittmengen. Ich bin multidimensional verschnittet. Diese Schnitte, weißt du? Keine Schnitte. Ich bin Müll. Bäm, bäm, ey. Bin ich? Du brauchst eine Frau, Junge. Dass ich jetzt die Schöpferwerkzeuge habe und ihr selber helfen kann, in meine Wahrheit zu kommen. Ihr seht mich ja jetzt, ihr erlebt mich. Ich komme immer mehr in meine Wahrheit. Wie siehst du aus? Ja, meine Norm war enorm. Meine Norm? Ja, du siehst aus wie so eine Barbie-Puppe. Du bist die Action-Figur. Was soll denn der Scheiß? Begrüßt dich nicht. Tatsächlich helfen will. Das kennt ihr nicht, das versteht ihr nicht. Ihr wisst nicht, wie es ist, dass Mensch da draußen ist, die pure Einwohnung mit normalen Leben. Und wir nicht alles zu leben. Mei auch. Schon mein ganzes Leben lang. Schon immer echt. Ich bin ehrlich. Glaubst du mir das? Ich habe gelitten wie ein Hund, ich habe geholfen wie ein Hund. Ich bin Hund, 50%. Hund ist ein Beobachter. Die besten Freunde des Menschen. Also werf die Schwäne nicht den Hund zum Fasko. Naja, ich hab mich immer durchgeschlingelt. Ich habe auch eine Entwicklung durch. Nimmst du die auch mal wahr? Muss das einen Film draus machen, ne? Ja. Helft ihr mir da alle? Oh, wir müssen uns alle zusammen gucken. Allein guck ich das nicht an. Also mach doch mal Notizen, weil jetzt geht es doch gut unten drunter. Wo die besten Szenen sind, schneide ich dann zusammen und dann gibt es den Film. Ich muss hier erst nochmal gucken und kann das einteilen. Ich würde schon gerne mal alles gucken. Ich habe ja das alles irgendwie schon einmal gesehen. Wenn wir nicht verstehen, dass wir konditionieren und Programmierungen sind, wenn wir alle von denen sagen, wir haben Menschen, die viele, 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 viele
Nur im Leben von Christian. Und Scheiße. Und Benni. Hans. Und Gerd. Und Gerald. Klaue, Norm, Silvi und Silvi. Also Frauen habe ich nur Kontakt zu Silvi. Wahrscheinlich ist eigentlich meine Mutter. Seien Sie von dem anderen gut. Seien Sie Hausmann. Ich brauche eine Freundin. Ich glaube, ich brauche eine Freundin. Was meinten ihr? Noch einen Typen umgeben. Aber ich bin kein schwules Mädchen. Das war ich mal. Nee, die Mutti war ich. Ich glaube, langsam habe ich es verstanden mit den schwulen Mädchen. Silvia ist so ein schwules Mädchen. Hm. Das habe ich euch auch vorgelesen. Auf dem Weg zum Schafferwissen. Bei mixcloud.com/essenwurz und dann /Schafferwissenradio wohl weiter. Da habt ihr sofort einen Überblick. Das ist zum ersten Mal. Ich hatte für 6 Stunden im Land der Königsgleich kennen. Ja, ich habe es durchgelesen. 2 Sendungen geworden. Hm. 9. November war das. 9. November. Endgültige. Die endgültige. Gültige. Leiten wir das alte System in den Krieg? Ja. So wie der Tod hat immer geschlagen. Ja, die haben sich alle, die sind alle noch alleine unterwegs. Scheiße. Es ist keine Gefangenschaft. Es ist keine Gefangenschaft. Das ist keine Gefangenschaft. Das will ich ja wieder nie gemacht, Alter. Ich gehe da nicht dahin, weil ich will, dass der Typ, den ich kenne, vorne das Luft versteuert und ich will, dass der das kann. Mein Ex-Freund kann das. Ganz gut. Den lass ich Flugzeug. Hubschrauberflieger kenne ich auch schon. Der war aus Nordkorea. Ich hatte nämlich kurz vorher, bevor ich den KI kennenlernte, hatte ich gehört, dass Nordkorea Kiffen erlaubt ist. Und dann lerne ich den kennen. Auf der Kirschblütenterrasse lässt die Straße. Und da war der da. Und dann können die mir das bestätigen. Und der war da. Hey, Antoni, die Zähne. Bex, ich wünsche mir Bex als Freundin. Bex zur Freundin. Ich wünsche mir Bex zur Freundin. Bex von Kira. Aber es wird langsam. Franzi nicht. Ich liebe Sack zu sein. Das ist das Einwesen Hauser. Woher kommt das? Falsche, vorgesetzte Götter, die nicht existieren. Weil ihr seid verfickte Götter. Und das ist das Schlimme daran. Verfickt. Jeder ist König von Deutschland, ja. Dann werden wir, die auf unserer Stelle bleiben. Und wir kämpfen.
jeder einzelne Mensch lehrt, den wir auf Schöpfung warten. Seht ihr das? Und dass wir keine Angst da haben brauchen und nicht von jemandem. Und dass wir verstehen, dass wir den Traumunterhalt und alles Mögliche, nicht unmögliche Sachen erleiden kann, verloren. Grund des Lebens und des Sterbens. Lesen von Abby Roth. Das Kapitel kann ich kapieren. Vorwort fürs 10. Kapitel. Die anderen Sachen hatte ich noch nicht hochgeladen. Da hatte ich noch keine Impuls, das zu machen. Hatte ich schon mal, aber hat nicht funktioniert. Jetzt war mein Ziel, 4 Stunden Radio hochzuladen. Ach echt? Der Angst davor hatte, wo wer heilige und Freunde zu reden, konnte ich nicht. Ich kann einen Vortrag hier halten. Was machen heute Freunde? Warum mache ich das? Du redest von der Kamera mit Julia, mehr machst du nicht. Ich bin lieber. Mehr machst du nicht. Ich bin helfen will, weil du schon mal rausgekommen bist. Nur mein echter Zuschauer. Und, aber wenn Menschen mal rausgekommen, ja? Ich bin blöd. Was soll man an jemanden tun? Ich sage, dass die Menschen, die sich bei 7-8 Jahren der Aufgabe widmen, kaum mehr auf die Menschen sind. Und dass sie aufgrund, weil sie durch Schulden und Belohnung betrogen werden, auf keinen Fall zweifeln. Und dass sie noch investiert wird mit finanziellen Misserfolgen, sage ich euch, jeder von uns, der sich schon von uns anwendet, lebt in Fülle und in Wohlstand. Wie wollen wir uns die Lebensmittel da leben? Ermöglichen? Wie? Stellt euch die Frage. Durch Beziehungen. Nicht durch Empirien. Eine Liebe von einer Grundweise. Gedanken zu wollen. Dinge zu erklären. Wie kann es sein, dass ihr die Schöpfung anwendet und dass das dann die Folge ist? Es ist doch eure Jahre und klar, was ihr versteht es nicht. Und hier geht es darum, dass durch die Gedankenkraft, diese magische Kraft der Anunnaki, durch die vergangenen ägyptischen Mythologie geeignet lernen, schwachen können, ja, die Menschen überweisen und ihr. Anunnaki! Anunnaki! Nee, ich zieh mich nicht falsch aus. Durch Stoffmenschen und die Erkrankung, der vom Boden gemacht wird, die Menschen überweisen die Wurzelung haben, von der Schöpfung der Schöpfung haben. Na? Das ist heute, dass die Menschen bei 7-8 Jahren auf der Schöpfung haben, kann ich mich weil ich darum gehe, dass unsere Aufgaben lassen, dass wir die Menschheit haben, dass wir 51% Ha, Demokratie, fick dich! Und ich gehorchen. Möchtest der Kunst dienen? Diene! Diene, gehorche! Hier ist Job geworden. Ah, geil! Der verdammte Job, das ist die Berufung, weißt du noch? Erinnere dich mal dran, das ist nur ein Berufung, boah, das ist ein verdammter Job. Ich bin in Rente gegangen, ich bin weiter als du. Aber 10 Jahre lang einen Grund, warum ich am Leben geblieben bin, das war mein Grund, der Hallo, der dann noch mein Schuh ist. Ich Der 24 Stunden mit mir und ich muss sagen, ich Freundschaft. Aus dem Leben sehen, habe ich im
My body form, a context which is only known to face the release. Likewise, it enables one to recognize at a glance the extent of the atrocities, to Deutsch, Gräueltaten committed by military and government against me on a minority of unwitting members of the public. This is not science fiction, it's classic science. This does not just relate to unethical human research carried out under the guise of national security. It relates more to gratuitous torture and virtual abuse carried out under the guise of human research. In simple terms, these are military operations disguised as medical research. Boom, boom, boom. Fert? Oh, noch lange nicht. Kommt Bilder. Yeah. Was ich denn gerade gemacht? Ach na ja. Na und? Nicht schlimm. Es muss kein Miete zahlen. Es muss kein Miete zahlen. Aha, das ist spannend. Naja, weiß man doch unser besser gewesen, ne? Mit Flieger? Mit Flieger ist doch so. Naja. Das ist immer dasselbe. Sinn ist. Aha, dann nicht. Guck mal. Das waren eigentlich große Augen, ne? Ja, meinetwegen.